Hallo und herzlich willkommen hier. Folge hier der Karte auf dem Marsch. Ja, ich fahre jetzt weiter Richtung Aldi und verkaufe das Bier. Für den Grunde nicht so einen guten Preis, aber ich brauche den LKW für Leerpaletten. Dann haben wir noch ein bisschen Holz einzusammeln, ein paar Bäume. Und ich kann auch ein bisschen Stumpen fräsen, weil für die Ernte noch so früh, das ist noch zwei Tage Zeit. Also heute Nacht wird dann geschlafen, wenn dunkel ist. Es dauert ja noch ein bisschen, aber 19:40 ist schon mal. Ja, ist lange hell bis kurz vor 11, ne? 23 Uhr. Und dann hier ungefähr 6 Stunden schlafen, wir brücken die Nacht. Und hier liegen ein paar Balken noch rum, da können wir noch alle einsammeln. Und dann machen wir halt weiter, ne? Ja, hier müssen noch Dings her. Oh, naja, gut, das ja nicht. Mais habe ich ja nicht und nächstes Jahr mal sehen, dass wir mal viel Mais anbauen. Riesiges Feld. Und mal einen Mais anbauen, weiß gar nicht wo. Feld 16 wäre das optimal, ne? Müssen wir nur noch kaufen. Können wir jetzt anfangen zu sparen, ne? Theoretisch. Aber Feld kaufen wollte ich sowieso eigentlich normalerweise. Ja, bis zum nächsten Jahr noch einiges mehr anbauen können, ne? Denn aktuell habe ich jetzt Raps sehr gut angepflanzt, also von der Menge her. Wir sind Getreide haben noch im Lager. Die Brauerei braucht dann hier dann noch Hopfen, viel Hopfen und den ernten wir noch im Prinzip noch und dann können wir noch das Getreide entsprechend verarbeiten. Dann muss die Malzfabrik noch ein bisschen Getreide haben. Weizen oder Gerste. Ja, und dann mal sehen, dass wir alles hinkriegen, ne? Anführungszeichen. Schau mal. Ja, dann BGH müsste man eigentlich normalerweise mit Fabriken arbeiten, ne? Also zwei, drei Fabriken theoretisch. Dann dort die Silage verarbeiten. Das wäre eigentlich sinnvoller, als ein Silo machen würden. Das wäre leichter. Das wäre viel leichter. Man lässt im Prinzip Coarseplay fahren oder Outdrive und entlädt das Zeug entsprechend. Mehr Schwung nehmen müssen in den Trecker von der BGA, also beim Silo. Ach, wir haben noch Sonnenblumen, ja, aber zum Ernten, ne? Das muss auch noch reif werden. Und hier sind noch die Nebenwirkungen von dem Gigamod-Wechsel, ne? Ja gut, war ja nicht mein Feld. Irgendwo der KI-Bauer anfangen zu neu anzupflanzen, ne? Die Sonnenblumen sind mittlerweile ausgeblüht. Aber die dürfen nicht reif sein. Die müssen jetzt austrocknen. Die Polizei. Und bleiben nicht stehen. Tach. Ist hier wieder was los? Aktion? Bier in Aktion, ne? Ja, ja. So. Ach so. Okay. So, das wackelt so ziemlich alles, das ist schon ein gutes Zeichen. Und in der Kasse klingelt das ein bisschen, obwohl, ja, sollte alles verkauft werden. So, ab zum, ja, wird verkauft. Ab zum Sägewerk. Na, eben nicht. Die letzten sechs nicht. Wackeln zwar auch, aber
Der muss noch kurz wieder aufladen. So. Ja, war nicht drinne. Jetzt soll das gut sein. So. Achso, ich wollte zurückfahren. Ich war gerade bei, was wollte ich jetzt? Gibt's doch gar nicht. Rangieren, rangieren. So. Zurückfahren. Sägewerk. Ob da Paletten sind. Und dann muss ich sehen, nach Paletten, ein paar Holzbacken einsammeln. Also die letzten Baumstämme. Wird so noch ein Hänger voll sein normalerweise. Aber nachts werden wir nicht fräsen, das werden wir nicht antun, das können wir nicht morgen auch noch machen. Wenn keine andere Arbeit anliegen, ne? Ja, Zementsäcke wäre schon lange nicht mehr gewesen. Da fahren wir hin, ob da Zementsäcke da sind, ne? Da können wir gucken. Muss ja irgendwas da sein. Dann können wir das im Baumarkt fahren. Schon mal eine Ecke sind, ne? Machen wir das gleich mal. Da wird Gelegenheit mal sehen, ob wir wieder Sand hinfahren. Vom Kies, vom Kiesberg. Was wir bauen müssen, ist die Dieselfabrik. Die Straße hier neu. Einmal gebaut für die Brücke und jetzt ist das vereinsamt, ne? Außer Betrieb. Fehlt garantiert Wasser. Ich habe mal eine Doku gesehen in Niedersachsen. Das ist gar nicht lange her, aber jedenfalls ging es da um Zementherstellung. Was ist jetzt hier? Was fehlt? Kies? Papier? Leerkarton? Wasser? Die arbeiten noch. Was ich machen könnte? Aus. Start. 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 Im Grunde ist das Quatsch, ne? Aber die brauchen noch Zement. Macht nichts. Wir laden mal die auf, das sind 40. Wollte gerade sagen, das ist ein Huhn. Karl. Oh, so viele haben wir da. Das sind 32. Dann müssen wir nur 8 dazu nehmen. Aber falls er sich jetzt verzielt hat, dann können wir nachher mal um was herfahren, ne? Paar Sachen. Zement ist aber schwer, ne? Also früher waren die Säcke mit 50 Kilo Holz, jetzt glaube ich nur noch 25. Wegen dem Arbeitsschutz. War zu schwer. Das wird eine Erleichterung, wenn man
mit Gewicht nicht so extrem viel heben muss. Besonders in jungen Jahren ist man doch ein bisschen, ja, anfällig, ne? Wie sieht es aus? 8 Stück. Erzeugen. So, da müssten wir herfahren, Kies, Sand, das liegt gegenüber, und wir müssten Steine, die leerstellen. Dann müsst ihr mal schauen, das Geld ansparen, ne? So. So, Dieselfabrik. Raps haben wir jetzt genug. Wir haben geerntet. Müsstet eigentlich noch was gehen, ne? Und dann haben wir noch ein bisschen Sonnenblumen. Da müsste etliches gehen. Schau mal, wenn wir das Geld haben. Ich glaube, Kredit haben wir auch noch ein bisschen. Aber Zementproduktion kann ja im Winter gut laufen, ne? Das ist ja mit Terraforming gemacht. So, auf zum Baumarkt, ne? War immer so viel gewesen? Ich glaube schon. So. Machen wir Licht an, ne? Wie gesagt, schlafen können wir erst, wenn dunkel ist. Kann sich ein Selbstständiger nicht erlauben, so lange zu schlafen. Obwohl, ein Bauer würde keine Zementfabrik betreiben. Das wäre ja nicht rentabel, ne? Ne, die brauchen dafür hauptsächlich Ton und Kalkstein. Und da an diesem Werk, wo ich sagte, in Niedersachsen, da gibt es diese Vorkommen durch natürliche Ereignisse, kann man sagen, aus der frühörtlichen Geschichte. Kalkstein bildet sich ja durch Tiere im Prinzip, Muscheln, Korallenbänke zum Beispiel, und natürlich ein Prozess, das dauert lange, wie man sich die Tiere den Kalk aus dem Wasser entziehen und dann Kalkstein bildet und über die Jahrzehnte, Jahrhunderte sich miteinander lagert und dann durch das entsprechende Gewicht angepresst wird. Und Ton ist im Grunde ein Abfallprodukt, auch von der Eiszeit, kann man sagen. Soweit wie ich weiß, lagert mich nicht dann zu sehr fest. Da wird das Gestein durch die Eispanzerprinzip, also Eisgletscher, zermahlen und durch den Wasserfluss im Prinzip an andere Orte im Prinzip oder an Ort und Stelle mehr oder weniger eingelagert. Es fließt irgendwo hin. Und dann lagert sich das genau da ab, wo auch der Kalk war. Und das ist sogar im idealen Verhältnis, was wir brauchen. Das Rohmaterial zum Kalk zu transportieren würde sich dann nicht rentieren, weil es dann zu teuer wäre. Also es wird dann nur so lange ein Kalk betrieben, solange da, dass auch diese Vorkommen in natürlichem Maße vorhanden sind. Wenn das nicht mehr ist, dann ist jetzt auch kein Kalk, kein Zementwerk mehr. Ist halt so, ne? Auch die natürlichen Vorkommen lassen mal irgendwann das Ende, ne? Oder ist zu tief und nicht mehr rentabel, ne? Das kann ja auch sein. Oder die Konzentration lässt nach und ist auch nicht mehr rentabel. So, Baumarkt ist im Ort. Da müssen wir beim Sägewerk rechts vorbei. Muss ich mir ganz kurz mal eine Sitzposition korrigieren. Zusammen mit meiner neuen Lenkung ist ein bisschen besser geworden. Auch bremsen und Gas geben. Ob das Zufall ist oder keine Ahnung. Hoffen wir mal, dass die Baumarkt auch zu werden wollen, ne? Ich hab gar nicht geschaut.
Nach dem Preis auch nicht, aber ich habe halt das da, ne? Jetzt soll man da jetzt noch lange rumfalschen, ne? Normalerweise ist Zement nicht lange haltbar. Normalerweise, wenn es hergestellt wurde, muss es verkauft werden, dann ist es auch begrenzt haltbar. Durch die Luftfeuchtigkeit alleine reicht es aus, dass das Zement in den Säcken hart wird. Wenn Zementwerktüten verwendet, die auch noch Folie enthalten, dann ist es ein bisschen länger haltbar. Ansonsten ist es noch... also jeder Tag zählt, kann man sagen. Für Beton und so muss man also klumpenfreies Zement verwenden, sonst hat die Festigkeit also deutliche Einbußen zum Mauern und zum Putzen. Da ist es noch ertragbar, wenn es nicht, die Klumpen nicht zu hart sind. Wenn die Klumpen sich mit der Hand zerdrücken lassen, ist es okay zum Mauern und zum Verputzen. Ansonsten für Betonarbeiten, für wirklich, wo statisch was drauf ankommt, dann muss man da entsprechend sagen, Finger weg, ne? Also da wird nichts, wo hohe Druckverhältnisse auftreten und der Zug vorhanden sein muss, ne? Dann ist sollte man schon frischen Zement verwenden, ne? So, da sind wir wieder. Kurz mal korrigieren. So, ein bisschen können wir noch fahren. So. Lass überraschen, ne? Das klingelt in der Kasse auf jeden Fall. Also, Papa bringt das Zement ein. Mal gucken mal gleich. Zement. Oh, 1641. Fast so wie Bier. Aber es gibt nur Verarbeiter, kann man sagen. Ist auch okay. Für 1600 ist ein guter Preis. Hätte nicht gedacht. Gut, der wird verkauft. Dann fahr ich jetzt zum Sägeweg. Aber das machen wir in der nächsten Folge, ne? Die ist halt abgelaufen. Ist aber trotzdem mal schön, danke fürs Reinschauen. Und tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter mit Leerpaletten zur Papierfabrik. Tschüss und winke, winke. Ja, tschüss und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.